So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines GPL-Kampfes. Heute mit Spieltag Nr. 20 müsste das sein. Heute geht's ran gegen den lieben Shiro und sein Team Rotom Keba. Ja, zuallererst sei gesagt, Leute, das ist natürlich mal heute mal wieder ein nachkommentierter Kampf, ihr wisst Bescheid. Mal kommentiere einen Kampf nach, mal kommt ein Live-Kampf und heute wird halt wieder nachkommentiert. Und das war halt wieder so ein Kampf, der wurde am Ende der Woche gemacht. In einer Woche, in der ich viel gemacht habe, muss ich gestehen. Aber, ich habe halt bei Teambuilding irgendwann mal so gemerkt, hey cool, irgendwie hast du eine ziemlich gute Auswahl an 11 Pokémon, die du gegen Shiro verwenden kannst, weil, ja, deine Auswahl ist schon recht stark gegen ihn. Und egal, was du da benutzt, kannst du schon mal einige ziemlich krasse Threats reinbringen. Ja, eine Entscheidung, die ich dann später bereut habe, sage ich mal, nachdem ich sein Team gesehen habe, ist, dass ich Sylveon nicht mitgenommen habe, also mein Felinara. Felinara wäre gegen alles extrem gut gewesen, außer gegen das Immungus halt. Und gegen Immungus hätte ich halt mit bisschen Team-Support trotzdem irgendwas anderes gehabt. Aber ja, Felinara habe ich dann halt schon sehr bereut, weil, ich guck euch das mal an, Felinara trifft mit einem Hyper-Voice, sagen wir mal mit Choice Specs, Wanted KO das Brutalanda. Despotar kriegt auch extrem viel Schaden. Ich glaube, das müsste eventuell auch One-KO'd werden. Mew, je nachdem Set, was es runnt, kriegt das auch richtig viel Damage reingedrückt. Und Azumarill auch auf jeden Fall. Metagross mit Choice Specs kriegt, glaube ich, auch gesagt 30-40%. Ist also auch nicht gerade wenig. Und das Immungus, ja, da kann man halt vielleicht mal einen Psyshock beim Switch-In bringen. Also das habe ich im Nachhinein sehr bereut. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das nicht mitgenommen habe. Aber gut, ich habe halt absolut beispielsweise nicht mit Brutalanda gerechnet auf seiner Seite. Ja, aber kommen wir mal zu meiner Auswahl, die ich dann letztendlich mitgenommen habe. Ich habe dabei mein Choice Scarf Demeteros, mein Life Orb Attacker Infernape. Infernape war auch ein ganz gutes Pokémon gegen ihn, weil das viele seiner Pokémon mit seinen Angriffen sehr effektiv hätte treffen können. Leider ohne die Kraftreserve Eis, was im Nachhinein auch sehr schade war. Dann mein Force Delka war wieder als Double Hazard Ausleger, Mega Absol, mein Expert Belt Gengar und mein Roselia extra wieder wegen Immungus. Ja, und als ich das Immungus gesehen habe, dachte ich mir schon wieder so, ach, schon wieder Immungus, das ist, glaube ich, jetzt das dritte oder so, auf das ich mich vorbereiten konnte. Ja, ich muss gestehen, Leute, diese Wiederholung von Pokémon in der GPL teilweise, ist es mittlerweile leicht langweilig, sag ich mal. Ja, dass da so viele Pokémon sich wiederholen und wiederholen gehen, die man nochmal spielen muss, aber gegen Shiro war es nicht so schlimm, aber die letzten Wochen war das schon teilweise echt zerren. Aber dazu am Ende des Videos nochmal was. Ihr seid natürlich, wie gesagt, auch hier, um ein bisschen Sonntag, morgen GPL-Action zu sehen. Und das werdet ihr auch bekommen, versprochen. Ja, also der Kampf gegen Shiro geht los. Shiro will mit dir kämpfen. Yay, yay, yay. Und ich fliege natürlich mit meinem Choice Scarf Demeteros, weil Demeteros einfach der beste Lead gegen sein komplettes Team war. Er hat mit Eideha. Keine Ahnung, was das bedeutet. Seinem Metagross. Und da habe ich natürlich einen Vorteil. War natürlich recht offensichtlich, dass er hier rauswechselt, weil er will natürlich nicht ein Erdbeben riskieren. Und er geht in sein Brutalanda. War auch der beste Switch seinerseits. Das zeigt mir jetzt aber auch nur, dass er höchstwahrscheinlich eine defensive Variante von Brutalanda ist, mit der ich dann aber auch gerechnet habe. Ich meine, irgendwie war das auch mit seiner einzige Form, neben Tentoxa Hazards wegzuspinnen. Oder weg zu die Foggen, eher gesagt, besser gesagt. Und er zeigt mir jetzt hier auch, dass er den Beulenhelm hat, was natürlich nicht so cool ist. Ich habe aber natürlich ein bisschen Momentum. Ich weiß, dass ich ein defensives Brutalanda outspeeden kann und gehe deswegen meinen Roselia. Und ich versuche natürlich an dieser Stelle erstmal ein bisschen was zu out, in den Schlaf zu schicken, sage ich mal. Er macht es aber ganz gut, geht in seine Mungus, aber den Switch, den habe ich teilweise auch predicted. Und ich habe da auch extra einen Move gegen drauf. Ich habe nämlich diese Woche den Sondersensor drauf. Diese Roselia ist tatsächlich nur da, um dieses Immungus im 1 gegen 1 total wegzuhauen. Und er wechselt zu meinem Erschauen in Metagross. Ich habe keine Ahnung, ob er in Metagross wechselt. Vielleicht hat er eine defensive Variante von Roselia erwartet. Dann hätte er mich eventuell outspeeden können. Aber so bin ich nämlich auf jeden Fall schneller. Geh wieder auf Schlafwurde, aber Schlafwurde geht daneben. Und er trifft natürlich mit Sternhieb. Und ich denke nur so, ja, cool. Hex innerhalb der ersten 5 Züge ist natürlich sehr lustig und spaßig. Vor allen Dingen, wenn das dann halt auch noch so ein wichtiges Pokémon wie Roselia war, was gegen viele seiner Pokémon ein ganz gutes Matchup gehabt hätte. Aber mein Gott. Ja, und jetzt zu den Zeiten hatte ich auch irgendwie, weiß nicht, ich habe den Schlafruder missgesehen. Ich dachte mir so, ja, das war offensichtlich und keine Ahnung. Geh mal auf Gengar, wenn du einen Speed-Teil gewinnst, machst du da ein bisschen Schaden. Mann, okay, und du wirst es sowieso nicht, aber keine Ahnung. Ich glaube, er hat hier einen Focus Sash predicted. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und er geht deswegen sein Azumarill und opfert sein Azumarill, komischerweise. Habe ich nicht ganz verstanden. Weil, ich weiß nicht, da gäbe es bessere Switch, beispielsweise Despotar, sage ich mal.
Und auf Desmota wechselt er auch. Und das war wieder so eine der Situationen, die einfach undankbar waren. 50-50 Chance. Und ich verliere die 50-50 Chance, wenn er auf Pursuit geht, ja? Was eigentlich offensichtlich war. Ich dachte jetzt, er overpredicted, geht vielleicht auf Crunch oder irgendwas anderes. Ich kann drin bleiben, so wenn er Scarfed ist und kein hartes Wesen hat. Ich glaube, selbst mit einem harten Wesen könnte ich eine Verfolgung überleben ohne den Boost. Hau ich ihm Focus Blast rein und er wird One-Hit KO'd. Ja, so verliere ich auch den 50-50 hier, was sehr schade war, weil, keine Ahnung. Pursuit war halt mega offensichtlich. Und wenn ich hier drin bleibe, verliert er seinen Choice Scarfer. Und dieser Choice Scarfer wäre wichtig gewesen. Weil er damit hier beispielsweise mit Infernape und alles andere outspeedet. Deswegen verstehe ich nicht, warum er da auf Pursuit gegangen ist. Weil wirklich sicher war das nicht, ne, ab der Range. Naja, wie dem auch sei, er hat ein hartes Wesen. Weil da kenne ich die Stats nicht. Aber eins von einem Jolly, also von einem frohen Wesen, hätte ich auf jeden Fall überlebt. So, hier haben wir wieder das Matchup Blenderistee gegen Butalander und ich miss natürlich mit der Steinkante. War schade, weil ich hier sogar eine kleine Chance gehabt habe, je nach EV-Verteilung und hier Skill, das Butalander. EV-Verteilung. Ja, doch. Das Butalander aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich miss natürlich mit der Steinkante. Das heißt also, wir werden nicht sehen, wie Schaden das macht. Und ja, deswegen kann er natürlich in Ruhe sehen, worauf ich mich locke. Und dann auf seinen Metagross wechseln. Ja, das war auch wieder so einer der Wechsel, wo ich mir so gedacht habe, ja, cool. Wenn ich jetzt nicht mit der Steinhand gemisst hätte, hätte ich den Metagross Switch auch breaken können. Ja, deswegen muss ich jetzt hier gezwungenermaßen leider in meinen Forstärker reinwechseln. Forstärker hat den Beulenhelm, das heißt also, mit dem Beulenhelm kann ich ihm nochmal ein bisschen Beulenhelm-Schaden reindrücken. Ja, klingt logisch, 12%. Und ich weiß natürlich aus vorherigen Kämpfen, dass die Kraftreserve Feuer auf Metagross nicht gerade selten bei ihnen ist. Das heißt, ich wage hier nochmal einen kleinen Double Switch, gehe raus auf mein Landorus Tier, weswegen ich mich wieder free in etwas locken kann. Und er zeigt mir hier tatsächlich die Kraftreserve, die nichts macht bei meinem Landorus, was ich sehr erstaunlich finde. Ja, keine Ahnung. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, muss ich gestehen, ne, bei Kraftreserve. Ja, deswegen predikte ich aber natürlich auch wieder seinen Switch raus, weil er will natürlich sein Mega-Meta-Haus behalten. Gehe hier auf Abschlag, kann dem Pilz, dem Love Me Regi, seinen Giftschleim nehmen, was immer ziemlich gut ist, Recovery und so. Und er zeigt mir hier tatsächlich die Pilzspore. Ja, viele Leute, die haben sich ja dafür entschieden, hier mit Amungus nicht auf Pilzspore zu gehen, oder keine Pilzspore im Set zu haben, ne? Und wenn ich eigentlich gegen die Leute gekämpft habe mit Roselia, dann dachte ich mir nur so, ja, cool. Da habe ich Roselia dabei, aber die Leute spielen keine Pilzspore. Hands down, finde ich richtig gut. Und dann kommt natürlich auch noch das Beste, Leute. Gerade Sergeant, der dann halt mit seinem Roselia in den ersten Runden weggehext hat. Was so gut gewesen wäre gegen Amungus, hat Pilzspore. Weswegen er jetzt auch meinen Forstelker chillig erstmal aus dem Spiel nehmen kann. Ja, fand ich sehr ärgerlich. Das heißt, ich muss mein Mega Abso nehmen. Meine einzig wirkliche Antwort, sage ich mal, auf Amungus. Und ja, es ist halt irgendwie uncool. Vor allen Dingen, weil halt noch das Mega Desmota auf dem Feld liegt, das heißt also Absol kann hier leider nicht zu einem Sweep ansetzen. Und ja, an dem Punkt hat er sich sogar noch entschieden, sein Amungus aus dem Spiel zu nehmen. Was ich gar nicht verstanden habe, muss ich gestehen. Und deswegen überlebt es auch noch diesen einen Abschlag. Und das hat mich sowas von abgefuckt, Leute, ne? Ich meine, es hat, glaube ich, mit keine Ahnung, wie viel AP überlebt. 3 AP, 4 AP, was weiß ich was. Auf jeden Fall war es kaum noch zu sehen, die Leiste. Und dann kann mir das halt nochmal einen Gigasauger rein. Und dank dieses Gigasaugers, Leute, bin ich jetzt in der Range, in der hier auch noch Verfolgung mein Absol K.O.'n kann. Hier habe ich an dieser Stelle aber auch noch einen kleinen Misplay gemacht. Ich meine, Verfolgung war obvious. Ja. Deswegen hätte ich hier eventuell sogar noch auf Sucker Punch gehen können. Aber ist halt sowieso etwas, was minimal was gemacht hätte. Aber trotzdem. Sucker Punch wäre hier die bessere Alternative gewesen. Ich bin aber auf den Kraftkoloss gegangen, ganz nebenbei. Ja gut, okay. Problem ist jetzt natürlich, ich habe kein Absol mehr und irgendwie habe ich die größten Threats für das gegnerische Team verloren. Das heißt also, mir bleibt eigentlich nur noch mein Infernape. Infernape kann ich aber wirklich gar nichts machen gegen das Butalander. Ich war vor dem Kampf am überlegen, was wird dein vierter Slot sein? Kraftreserve Eis wäre meine Option gewesen. Das Ding ist nur, ja, warum sollte ich Kraftreserve Eis spielen? Weil ich gar nicht mit Kaido gerechnet habe. Ganz nebenbei ein cooler Name, ne? One Piece und so, ich weiß Bescheid. Und ja, ich kriege natürlich hier noch Flammenblitzburn, aber der ist sowas von irrelevant, weil er halt Roost hat und ich jetzt sowieso mit meinem Butalander nicht an diesem Ding vorbeikomme. Das heißt also, ich bin hier gezwungen, erst nochmal rauszuwechseln in Tim Van Walnut. Vielleicht nochmal ein paar Sleep Turns vergehen zu lassen und einfach mal zu schauen, hat dieses Butalander einen Feuermove gegen mich? Ja, und falls er rauswechselt, zeigt mir das eigentlich nur, dass er hier keinen Feuermove gegen mich hat. Und ich kann hier aber nochmal ein paar Sleep Turns verbrennen. Und ja, das
Das Forsaker könnte noch wichtig sein gegen hier Desmotar, gegen das Tyranitar, weil je nachdem das, was er sich reinlockt, keine Ahnung. Ja, größtes Problem ist jetzt aber nur, er geht in Mew. Und da habe ich mir nur so gedacht, yo, Mew, cooles Pokémon. Kann ja nur zigtausend Millionen Sets haben, ne? Ja, und er geht hier auf WhatsApp. Und ich habe eigentlich nur noch physische Angreifer im Team. Ja, und meine einzige Möglichkeit, wie ich das Spiel jetzt noch hier gewinnen kann, ist eigentlich, zweimal in Folge zu critten. Das wäre schon ziemlich sick. Das Ding ist nur, das muss schon ziemlich bald passieren. Was ich auch noch ein bisschen schade fand, war, dass mein Kizaru hier nicht in Torrent Range war. Aber doch, es war in Torrent Range. Nicht Torrent, Verzeihung, in Blaze Range. Habe ich überhaupt Blaze drauf? Ne, ich habe Blaze drauf, genau. Das ist ein Flammenblitz, wäre, glaube ich, hier sogar besser gewesen als ein U-Turn. Deutlich besser. 120 Schaden, ne? Da 50% drauf. Aber er macht's hier gut und geht auf Roost. Was halt uncool ist. Und ja. Ich muss halt critten. Wenn ich nicht critte, habe ich ein Problem, Leute. Ja, und aus Jux habe ich mir so gedacht, gehst du hier mal auf Abschlag. Ich wollte nämlich unbedingt wissen, ob er die Anti-Unlichtbeere drauf hat. Und tatsächlich hat er die Boleo-Beere drauf. Das zeigt mir nur, dass dieses Mew hier extra dafür gemacht worden ist, um Mega Absol zu countern. Ja. Ich muss gestehen, dass der kam gar nicht offensichtlich. Daran habe ich auf jeden Fall gedacht. Das habe ich ja schon in der letzten Woche gegen Steve eigentlich erwartet, weil Mew mit der Boleo-Beere, das zerfetzt eigentlich Absol ziemlich gut. Das kann Aura-Sphäre Mew, das kann auch Kraftkoloss wahrscheinlich, ne, wenn es alle TMs und Moves kann. Ja, ist ein starkes Pokémon gegen mich. Kann man nicht anders sagen. Ja, und ja, ich verliere jetzt mittlerweile so langsam sicher die Ober in diesem Spiel. Ich critte leider nicht mit meinen Angriffen, um auch irgendwie an diesem Mew vorbeizukommen. Selbst wenn ich an diesem Mew vorbeigekommen wäre. Ich überlege gerade, wenn das Mew weg wäre. Ist immer noch das Mutalanda da. Also ich kann da nicht mit EQ irgendwie durchsweepen oder so. Und ich glaube, an der Stelle ist nicht so viel gesagt, Leute. Wenn ich nicht critte. Und ich glaube, mittlerweile reicht selbst ein Crit nicht aus. Weil ich habe auf meinem Mutalanda, auf meinem Demeteros, nichts mehr drauf. Womit ich selbst mit dem Crit noch genug Schaden bei vollen HP an diesem Mew machen würde. Weil wir sehen auch schon anhand des Schadens hier, den wir mit Abschlag und so weiter gemacht haben, das Ding ist bulky. Und da ist es natürlich nochmal ärgerlicher, dass ich mein Roselia so früh verloren habe. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Roselia das Mew outspeedet hätte. Und dann hätte ich mit Schlafbruder halt eventuell ein Setup verhindern können. Ja, Roselia wäre hier in diesem Match schon sehr wichtig gewesen. Ich gehe ja nochmal auf den Meteor. Ich wollte wissen, wie Schaden jetzt Erdbeben macht gegen ein plus 3, plus 4 Mew. Und ich sehe, Gott, das ist gar nicht. Selbst mit einem Crit hätte ich das Ding auf jeden Fall nicht besiegen können. Ich hätte schon zweimal hintereinander critten müssen. Und selbst dann hätte er natürlich noch die Möglichkeit, wenn Landrush mein einziges Pokémon ist, dass er dann irgendwie auf untereinander geht? Ich weiß nicht. Ja, aber ich habe halt schon zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit dem Kampf abgeschlossen. Er zeigt mir nochmal seinen letzten Slot, Kraftkoloss. Bestätigt nur meine Meinung, dass das Ding auf jeden Fall gegen Mega Absol gedacht war. Wäre auch teilweise gut gekommen. Ja, gegen Forsaker kann Mew natürlich nicht so viel machen. Ich glaube, das kann jetzt, wie gesagt, 10 Kopfstoß. Den resiste ich und den Kraftkolossen, der macht halt neutralen Schaden. Selbst bei plus 2. Ja, es ist gegen ein Forsaker natürlich absolut gar nichts. Ja, an der Stelle, GG, muss ich sagen, ich glaube, ich wurde in der GPL noch in keinen Kampf weggehext. Hier war es, glaube ich, jetzt tatsächlich so das erste Mal, nehme ich auch deswegen verloren habe, muss gestehen. Das ist halt schade. Ich heule jetzt deswegen auch nicht rum. Habe ich halt vor dem Kampf schon nicht drauf eingestellt, sage ich mal. Aber ich habe mich eigentlich auf einen spannenden Kampf ohne Hex gefreut, wisst ihr? Das hätte mich an der Stelle schon sehr gefreut. Und wenn dann so eine Scheiße bei rauskommt, ja, kann man nichts machen. Passiert. Naja, wie gesagt, war trotzdem ein solides Spiel. Ich hoffe, mein Bad Luck ist aufgebraucht für die nächsten Wochen. Ich habe mit der GPL aktuell schon abgeschlossen, weil irgendwie der Reiz gerade raus ist. Weil, wie gesagt, ich habe es am Anfang der Episode angesprochen. Jedes Mal, jede Woche gegen dieselben Pokémon kämpfen, fast dieselben Overused Pokémon vorbereiten, das langweilt mich. Das kotzt mich teilweise auch an, muss ich gestehen. Als ich das Amoongus hier in der Teamvorbereitung gesehen habe, habe ich schon so gedacht, irgendwie hast du hier keinen Bock, eine vernünftige Analyse rauszuhauen, weil, keine Ahnung, es demotiviert, wisst ihr, das schlaucht, Leute. Vor allen Dingen, wenn man dann halt so richtig geile Modis sieht, die in letzter Zeit rausgekommen sind, wie bei den Amis hier, die UCL, feiere ich ganz nebenbei, richtig geiles System, Draft-System, Bombe für so ein
ja, Turnier wie das. Keine Itemclaws und so weiter, ne? Ist auch ganz cool, aber ja, mal gucken. Vielleicht werden wir in der GPL auch nächste Season ein paar Änderungen vornehmen. Würde ich auf jeden Fall begrüßen. Naja, egal, Leute, das war's auf jeden Fall für diese Episode, für diese Folge. Ich glaube, nächste Woche geht's weiter gegen den nächsten Turkin-Import, gegen die lieben Mert, gegen DirtyD64. Ja, und ich würde sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, könnt ihr dem Video ja gerne einen Daumen hoch geben. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Reggie!